Multimedia-Dienste und auch Internet-Service-Provider in Deutschland bereits jetzt unterworfen sind, um einfach mal einen Rahmen zu zeigen, damit ihr seht, wo das alles jetzt bereits drin hängt. Wir unterscheiden dabei, zumindest aus juristischer Sicht, zwischen Rundfunk, zwischen Mediendiensten, zwischen Telediensten und der klassischen Telekommunikation. Unter Rundfunk verstehen wir das Althergebrachte, die Darbietungen, die redaktionell bearbeitet worden sind und die durch elektromagnetische Schwingungen an die Allgemeinheit ausgesandt werden. Das ist der springende Punkt. Bei Mediendiensten haben wir ein ähnliches Prinzip. Auch hier richten sich die Mediendienste an die Allgemeinheit. Und es handelt sich dabei um diese Informations- und Kommunikationsdienste. Die wiederum sind zu unterscheiden von Telediensten. Darunter fällt zum Beispiel Internet oder auch ein E-Commerce-Angebot. Da ist der Empfänger eben nicht mehr die Allgemeinheit über Rundfunk, sondern ein individueller Nutzer. Dem Ganzen liegt zugrunde das föderale System in Deutschland, wonach eben die Bundesländer die Kulturhoheit haben. Das heißt wiederum, die sind verantwortlich für Rundfunk und damit auch für Mediendienste. Für Telekommunikation und auch die Teledienste wiederum ist der Bund zuständig, was dazu führt, dass wir sehr viele verschiedene Regelungen haben, der diese Dienste unterfallen. Das Ganze kann auch ein bisschen aufgegliedert werden nach Inhalten bzw. der Infrastruktur der zugrunde liegenden. Bei Netzen, bei Übertragungswegen ist die Regulierungsbehörde im Zweifelsfall zuständig. Bei Inhalten kommt es darauf an, um was es sich handelt. Bei Rundfunkinhalten, den klassischen, haben wir die ganz normalen Landesmedienanstalten, die sich darum kümmern. Und bei Telediensten zum Beispiel haben wir für die Inhalte selbst keine Zuständigkeit. Bei der klassischen Telekommunikation gibt es für die Inhalte ebenfalls keine Zuständigkeit. Das Bundeskartellamt ist in beiden Gebieten immer wieder mal zuständig, und zwar, wenn es sich beim Rundfunk darum handelt, die klassische Konzentration auf dem Markt, Marktbeherrschung etc. zu überprüfen und damit auch die Missbrauchsaufsicht. Und bei Telekommunikation und Telediensten haben wir das Bundeskartellamt, eine Zuständigkeit vom Bundeskartellamt im Nachhinein, also eine reine Marktaufsicht. Für die direkte Aufsicht, auch was Marktbeherrschung, Netzzugang etc. betrifft, haben wir die Regulierungsbehörde. Damit stellt sich dann die Frage, als was man Datenübertragung und Internetdienste eigentlich einordnet. Das Interessante dabei ist, dass das TKG, also das Telekommunikationsgesetz, sehr weit gefasste Definitionen hat. Datenübertragung ist zwar keine Sprachübertragung, also keine klassische Telekommunikation, aber es ist, und das ist die Definition aus dem TKG, der technische Vorgang des Aussendens, Übermittelns und Empfangens von Nachrichten jeglicher Art in der Form von Zeichen, Sprache, Bilder und Tönen. Damit unterfällt auch schon mal die Datenübertragung als solche dem Begriff der Telekommunikation nach dem TKG. Das ist insofern wichtig, da auf diesen Begriffen auch die Überwachung fußt. Telekommunikationsanlagen werden danach definiert als technische Einrichtungen oder Systeme, die als Nachrichten identifizierbare elektromagnetische oder optische Signale senden, übertragen, vermitteln, empfangen können. Das heißt, dass die Datenübertragung, auch die Internetdienste, dem TKG nicht entzogen sind, auch wenn das gerne immer wieder angenommen wird. Um das mal klar zu machen, wenn man ein normales E-Business-Angebot nimmt, wie zum Beispiel Amazon.de, die reine Zulassung bzw. Einrichtung des Angebotes unterfällt dem Teledienstegesetz und ist zulassungsfrei. Der Datentransfer als solcher zwischen dem Kunden und Amazon unterfällt dem TKG. Werbung unterfällt den bereits existierenden Gesetzen, dem Urheberrechtsgesetz, dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Rabattgesetz und Zugabeverordnung haben wir nicht mehr, aber dafür wurde ja neu eingeführt das Fernabsatzgesetz, was hier nun auch wiederum zur Anwendung kommt. Für die Bestellung gelten auch die bereits existierenden Regelungen aus dem BGB bzw. dem HGB. Gleiches gilt für Lieferung und Schlechtleistung bzw. Rücktritt und Widerruf. Für den Schutz der Kundendaten wiederum gilt das Teledienste-Datenschutzgesetz, das zum Teledienstegesetz gehört. Wenn man sich das Ganze jetzt bei einem internationalen Angebot anschaut, wird es etwas verwirrend,
weil zwar Zulassung und Einrichtung immer noch zulassungsfrei sind, aber hinsichtlich der anderen Regelungen, diverse internationale Übereinkommen bzw. sonstige Regelungen, IPA, also internationales Privatrecht, zur Anwendung kommen. Das sieht man sehr deutlich bei der Frage des Gerichtsstandes, beim Frage des Steuerrechts, genauso auch bei Bestellung und Lieferung. Weil hier haben wir dann internationales Privatrecht, das zur Anwendung kommt, beziehungsweise die E-Commerce-Richtlinie. Die wiederum wird in Deutschland nun gerade umgesetzt in das sogenannte EEG. Das kann man sich abrufen auf der Homepage www.iukdg für Informations- und Kommunikationsdienstegesetz.de. Da ist der neueste Entwurf veröffentlicht. Ich kann nur dazu ermuntern, sich den anzuschauen, weil er noch kommentierbar ist. Zwar nur bis Anfang Januar, allerdings wurde uns auch zugesagt, wenn Kommentare später kommen, werden auch die soweit irgend möglich berücksichtigt werden. Damit wird, wie gesagt, die E-Commerce-Richtlinie umgesetzt. Das ist insofern interessant, weil damit auch Caching und Proxying und Ähnliches erfasst werden soll. Damit wird das Teledienstegesetz zum größten Teil neu gefasst. Wenn man sich jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen eines Internet-Service-Providers anguckt, dann ist auch hier immer noch Zulassung und Einrichtung zulassungsfrei nach dem TDG. Für Werbung gilt das Gleiche wie eben, auch für Datentransfer. Hier unterfällt er wieder dem TKG. Bei dem Schutz der Kundendaten wiederum dem Teledienste-Datenschutzgesetz. Und für Schlechtleistung gilt schlicht und ergreifend das klassische alte BGB. Interessant ist dabei der nun zu trauriger Berühmtheit gekommene § 5 Absatz 2 TDG. Der ist vielleicht dem einen oder anderen geläufig aus dem CompuServe-Fall, wonach, beziehungsweise 5 Absatz 1, 2 und 3, um genau zu sein, wonach ein Provider durchaus haften kann für Inhalte seiner Kunden. Auch dieser Paragraph wird mit dem EEG, also sprich der Umsetzung der E-Commerce-Richtlinie, neu gefasst. Auch deshalb lohnt sich ein Blick auf diese Homepage und gegebenenfalls die Kommentierung. Denn das ist das alte Spiel, was keiner kommentiert. Da sieht dann das BMWI bzw. BMJ keinen Widerspruch und sagt, okay, es hat ja keiner was dagegen. Wenn es der CCT tut, ist es gut, aber je mehr es tun, desto besser. Damit kommen wir zu Fernmeldegeheimnis und Überwachung. Hier gilt das Grundprinzip des Artikel 10 Grundgesetz, wonach Briefgeheimnis, Post- und Fernmeldegeheimnis unverletzlich sind und Beschränkungen nur aufgrund von Gesetzen angeordnet werden dürfen. Soweit, so gut, so schön. Allerdings gibt es bereits einige Gesetze, die derartige Beschränkungen anordnen. Paragraph 85 TKG definiert das dann als den Inhalt der Telekommunikation sowie die näheren Umstände, das heißt auch alle, die an der Telekommunikation beteiligt sind. Das heißt aber auch, dass jede Art der individuellen Nachrichtenübermittlung, ob das jetzt per Telefon, per Mail oder sonst wie ist, unter den Schutz des Fernmeldegeheimnisses fällt. Verpflichtet, dies zu wahren, ist der Anbieter der Telekommunikationsdienstleistung, das heißt auch der Internet Service Provider. Der darf sich von dem Inhalt der Kommunikation bzw. den näheren Umständen nur insoweit Kenntnis verschaffen, als er das zur Erbringung der Dienste braucht. Und auch nur dafür darf er die dadurch gewonnenen Daten verwenden, außer gesetzliche Vorgaben sehen etwas anderes vor. Damit kommen wir zu den gesetzlichen Ausnahmen. Es gibt dazu vier Gesetze, zum einen das genannte Gesetz zu Artikel 10, Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Bei Verdacht bestimmter schwerer Straftaten, die dort aufgelistet sind, gegen die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik. Der zweite Punkt ist Außenwirtschaftsgesetz. Hier kann dann das Zollamt zur Verhütung von Straftaten nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz tätig werden. Und dann gibt es ganz klassisch 100a, 100b StPO. Danach kann für die Zukunft die Überwachung und oder Aufnahme des Fernmeldeverkehrs angeordnet werden bei Verdacht bestimmter schwerer Straftaten, ebenfalls gegen die äußere und innere Sicherheit. Dazu gehört weiter Mord, Totschlag etc. Die sind dort alle aufgeführt. Und daneben gibt es noch den immer noch geltenden § 12 FAG, der eigentlich schon lange durch eine entsprechende Verordnung hätte ersetzt werden müssen. Das ist aber bisher immer noch nicht erfolgt. Danach kann ich als ermittelnde Behörde Auskunft für
über Kommunikation in der Vergangenheit verlangen. Klassisches Beispiel, ich möchte gerne von dem Betreiber eines Mobilfunknetzes wissen, wer mit der Rufnummer 123 am so und so vielten, sagen wir mal am 25.12. telefoniert hat. Also sprich, es geht da nur um die Vergangenheit. Wohingegen STPO richtet sich nur auf Kommunikation in der Zukunft. Wenn man sich das Ganze etwas genauer anschaut, die Voraussetzungen nach dem Gesetz zu Artikel 10 sind tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht, dass jemand eine der dort aufgeführten Straftaten begangen hat. Dazu gehört eben, wie gesagt, Hoch- und Landesverrat, dazu gehört die Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder auch der äußeren Sicherheit. Genauso gilt dies auch, wenn der Verdacht besteht, dass jemand diese Straftaten begehen will. Danach hat dann der Auskunftsverpflichtete, also derjenige, der geschäftsmäßig Telekommunikation und, wie ich ja eben schon sagte, damit auch Internetdienste erbringt, die Verpflichtung, den berechtigten Stellen die Überwachung und Aufzeichnung zu ermöglichen. Verstoß dagegen wird als Ordnungswidrigkeit behandelt. Berechtigte Stellen sind Verfassungsschutzbehörden, MAD, BND. Und hierbei gibt es wenigstens noch die Möglichkeit, nach bestimmten Vorschriften ein gewisses Entgelt für die Möglichkeit, für die Einräumung der Überwachung zu erhalten. Das ist leider nicht immer so. Die nächste Ausnahme, die ich genannt hatte, war 39 Außenwirtschaftsgesetz. Dabei geht es eben um Straftaten nach dem Außenwirtschaftsgesetz bzw. Kriegswaffenkontrollgesetz. Berechtigt ist hier das Zollkriminalamt. Und auch hier ist wiederum der Internet Service Provider der Auskunftsverpflichtete. Das Anordnungsverfahren selber ist sehr streng reglementiert, also vorherige Unterrichtung der Staatsanwaltschaft, Anordnung nur durchs Landgericht, bei Gefahr im Verzug sogar durch den Bundesminister für Finanzen. Ob der das macht, wage ich allerdings zu bezweifeln. Aber gut. Dann kommen wir zu STPO 100a, 100b, wobei 100a STPO im Prinzip die Überwachungsanordnung behandelt. Paragraph 100b behandelt die Durchführung dieser Anordnung. Voraussetzung ist eben, dass wir Verdacht haben auf Vorliegen der dort aufgeführten Straftaten, wie gesagt Mord, Totschlag, ebenfalls wiederum Straftaten gegen die innere und äußere Sicherheit, Geld- und Wertpapierfälschung, Menschenhandel etc. pp. Also sprich alles, was im Strafgesetzbuch unter Kapitalverbrechen läuft. Hierbei geht es, um das nochmal zu sagen, um die Überwachung ab der Anordnung. Das heißt, man bekommt dann eben eine Anordnung ab jetzt für die Dauer von 3 Monaten den Telekommunikations- oder Internetverkehr oder was auch immer zu überwachen. Allerdings, da es sich hierbei ja um einen Grundrechtseingriff handelt, ist diese Ermächtigungsnorm subsidiär. Das heißt, sie darf nur dann angewandt werden, wenn es keine oder keine vernünftige andere Möglichkeit gibt, den Sachverhalt tatsächlich zu erforschen. Um es nochmal zu sagen, der Fernmeldeverkehr, der hier in der Vorschrift genannt ist, umfasst auch den Datenverkehr. Die Anordnung selber ergeht auf schriftliche Anordnung eines Richters, bei Gefahr im Verzug auch durch den Staatsanwalt, aber dann muss sie innerhalb von 3 Tagen durch den Richter bestätigt werden. Ausgeführt wird die Anordnung im Zweifelsfall durch Landeskriminalbehörden, zum Beispiel im Polizeipräsidenten Berlin. Die Anordnung muss aufgrund des Grundrechtseingriffs sehr genau bestimmt sein. Also sie muss genau bezeichnen, wer hier überwacht werden soll. Also es reicht nicht zu sagen, ja, geben Sie mir mal alles, was Sie da so haben bei allen, die mit H anfangen. Das funktioniert nicht. Ich brauche den genauen Namen, ich brauche die Anschrift des Beschuldigten. Und ich muss auch genau sagen in der Anordnung, wie lange die gelten soll. Das Maximum ist 3 Monate, aber die kann immer wieder verlängert werden. Allerdings immer nur wieder um 3 Monate. Dann muss der Betreiber eine Ausfertigung dieser Anordnung erhalten. Das heißt, er muss auch was Schriftliches in der Hand haben, womit er sagen kann, okay, er darf wiederum seinen Kunden, den zu Überwachenden, nicht darüber informieren. Und er darf sich auch selber keine Kenntnis von den Inhalten verschaffen. Das heißt, er muss das zwar alles schön überwachen, im Zweifelsfall auch in Echtzeit weiterleiten, aber immer schön wegschauen, weil ansonsten macht er sich selber strafbar. Tut er das nicht, ermöglicht er die Überwachung nicht, können Ordnungsmittel oder auch Zwangsmittel, das heißt Ordnungsgeld, Ordnungshaft
eingesetzt werden, um diese Anordnung durchzusetzen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viele darauf fußende Maßnahmen eigentlich durchgeführt worden sind, dann ist die Insgesamtzahl eigentlich relativ gering. Also 1997 waren es gute 7.500 Maßnahmen, 98 9.800 und 99 dann doch schon 12.600. Das ist insgesamt noch relativ wenig, wenn man sich überlegt, dass es, ich habe die aktuelle Zahl nicht im Kopf, aber etwas über 1.000 Internet Service Provider gibt und um die 800 bis 1.000 lizenzierte TK-Anbieter, klassische TK-Anbieter. Diese Zahlen beziehen sich auf alle derartigen Anbieter. Wenn man diese Zahlen in Relation setzt, ist es relativ wenig. Was allerdings erschreckend ist, ist das Ansteigen. Denn das ist doch relativ heftig, von 9.000 auf 12.000. Daraufhin hat das Bundesministerium für Justiz jetzt auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, um eben die Effizienz dieser Überwachungsmaßnahmen zu überprüfen. Das soll im April nächsten Jahres veröffentlicht werden. Ob sich daraufhin irgendetwas ändert, steht naturgemäß in den Sternen. Eine weitere Ausnahme ist, wie gesagt, § 12 FAG. Ja? Sagen wir es mal so rum, ich halte die Zahlen für relativ gering, wenn ich mir die Betreiber anschaue. Was man dabei allerdings nicht weiß, es gibt ja keine verlässliche, für jeden zugängliche Quelle, aus der man diese Zahlen bekommt. Das heißt, ob das tatsächlich alle Maßnahmen umfasst, weiß ich nicht. Richtig. Internet Service Provider gab es da schon. Es gab noch keine anderen Festnetzanbieter, das ist richtig. Es gab die vier, na, da waren es noch drei Mobilfunkanbieter. Also es gab schon ein paar, natürlich noch nicht die Zahlen von heute, das ist völlig richtig. Nur im Verhältnis zu Amerika kann man schwer beurteilen, weil die Zahlen geben die Amerikaner sowieso nicht raus. Nicht offiziell. Die geben ein paar offizielle Zahlen raus. Aber ob das die wirkliche Zahl ist? Gut, gehen wir weiter zu 12 FAG. Auch hier ist wieder der Internet-Service-Anbieter der Verpflichtete. Und hier geht es eben um die Überwachung von TK-Vorgängen, die vor der Anordnung stattgefunden haben. Dem Ganzen liegt im Zweifel eine strafgerichtliche Untersuchung zugrunde und bei der der Staatsanwalt oder auch der Richter Auskunft über die Telekommunikation verlangen kann, wenn er eben Grund zu der Annahme hat, dass Mitteilungen an den Beschuldigten, das ist auch wiederum ein Indiz für die bereits stattfindende Untersuchung, ergangen sind oder beziehungsweise von diesen gemacht worden sind, die für die Untersuchung tatsächlich von Relevanz sind. Damit kommen wir zu einigen Einzelfragen der Überwachungsmaßnahmen. Ein wichtiger Punkt ist, als Verpflichteter ist weder der Internet-Service-Anbieter noch der TK-Anbieter berechtigt, diese Anordnung, die er erhält, zu überprüfen oder gar zu sagen, die halte ich für falsch. Das kann er nicht. Er hat diese Anordnung auszuführen. Was er kann, ist dagegen Beschwerde einzulegen. Das geht allerdings nur, solange die Anordnung noch läuft oder in Ausnahmefällen, wenn er darlegen kann, dass er ein grundlegendes Interesse daran hat, diese spezielle Anordnung überprüfen zu lassen. Ansonsten gibt es dagegen keine Beschwerdemöglichkeit. Um das ganz klar zu sagen. Ja. Die Behörde muss ja genau angeben, wen sie dabei überwachen will. Ein Nickname reicht nicht. Dazu kommen, das ist eine interessante Frage, dazu kommen wir gleich, und zwar bei der Umsetzung der nach TKG geforderten
Verordnung. Ich würde das ganz gerne bis dahin zurückstellen. Und wenn die Frage da nicht beantwortet wird, dann nochmal melden, okay? Also um das nochmal zu sagen, der Verpflichtete muss die Anordnung ausführen und kann sie nicht selbst überprüfen. Er kann sie gegebenenfalls gerichtlich überprüfen lassen. Wenn man sich den Wortlaut von 88 TKG anschaut, und das ist die Grundlage für die Überwachung, dann steht da zum Beispiel auch drin, dass die technischen Einrichtungen von dem Betreiber auf seine Kosten zu gestalten und vorzuhalten ist. Das mag man gut oder schlecht finden, es nützt jedenfalls herzlich wenig, denn es steht im TKG drin. Eine Neuordnung des TKG steht im Moment nicht an, das ist auch gut so, weil Sie würden nicht nur an diese eine Vorschrift gehen. Sie würden, wenn, das ganze TKG ändern. Ja, bitte? Auch das würde ich gerne zurückstellen, bis ich gleich zu der Verordnung komme, weil damit einiges klarer wird. Das Problem ist, dass da im Moment noch sehr viel offen ist, aber kommen wir gleich dazu. Das wird Ihnen eine Menge Geld kosten. Die Frage war, was passiert, wenn der Internet Service Provider absichtlich oder unabsichtlich seinem Kunden sagt, du übrigens, ich zeichne gerade deine Kommunikation auf und leite sie weiter. Davon kann ich nur vehement abraten. Es ist die Frage, ob das strafrechtlich relevant ist, das hängt dann vom Einzelfall ab, das ist leider bei Juristen so. Es kann eine Beihilfe sein, es kann alles Mögliche sein. Was auf jeden Fall folgt, sind Ordnungswidrigkeiten und Geldbußen in nicht ganz unbeträchtlicher Höhe. Gut, kommst du in den Fall. Du bist der Internet Service Provider, ich bin der Kunde. Du kriegst eine Anordnung auf den Tisch, meine Kommunikation ab heute zu überwachen. Du kündigst mir aus irgendwelchen Gründen ordentlich zum 31.12. So, das heißt aber, bis dahin bin ich dein Kunde, bis dahin hast du mich zu überwachen. Die Tatsache der Kündigung wäre in dem Fall den berechtigten Behörden, die die Anordnung gemacht haben, mitzuteilen. Man könnte dir mit Sicherheit nicht einen Strick daraus drehen, dass du kündigst, weil es kann ja vorkommen. Nur, bis die Kündigung wirksam ist, bist du von der Verpflichtung nicht befreit. Und sollte ich mich danach, weil du nachlässig warst, weiterhin bei dir einloggen können, kann ja auch passieren, dass man es vergisst, es zu sperren. Dann leider auch. Die Möglichkeit der fristlosen Kündigung zu vereinbaren für den Fall, dass man eine Überwachungsanordnung bekommt? Sagen wir es mal so rum, als Kunde würde ich dich dafür verklagen. Fristlose Kündigung gibt es bestimmte Voraussetzungen, an die die geknüpft sind. Das ist der wichtige Grund, ob eine Überwachungsanordnung meiner Kommunikation darunter fällt, wage ich mal stark zu bezweifeln. Sollte ich zufällig gleichzeitig seit 3 Monaten... Der Kostenfaktor nützt nichts. Der Kostenfaktor betrifft nicht das Verhältnis Internet Service Provider und Kunde. Der Kostenfaktor resultiert aus dem TKG und, das werden wir bei der Verordnung gleich noch sehen, da habe ich sowieso keine Möglichkeit zu entfliehen. Völlig egal, ob ich Kunden habe oder nicht. Und das dann eben auf das Verhältnis Kunde-Provider umzumünzen, hätte ich arge Bedenken. Wie gesagt, ich als Kunde würde dagegen vorgehen. Und Schadensersatz zu verlangen, warum nicht? Nein, weil die Kosten hast du trotzdem am Bein. Aber dazu kommen wir gleich. Das ist eben genau der Punkt. Deswegen habe ich 88 TKG hier nochmal aufgeführt. Diese technischen Einrichtungen hat der Verpflichtete auf eigene Kosten zu gestalten und vorzuhalten. Es ist völlig egal, ob in dem Moment eine Überwachungsanordnung erfolgt. Es ist auch egal, ob in 3 Jahren eine Überwachungsanordnung erfolgt.
sie müssen da sein. Die Überwachung müsste, wenn sie käme, schön der Konjunktiv, ausgeführt werden können. Und das heißt, du hast die Kosten sowieso. Der nächste Punkt ist eben auch, dass nach 88 TKG diese Überwachungsmaßnahmen, die der jeweilige Betreiber ergreift, von der Regulierungsbehörde genehmigt werden müssen. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber es macht durchaus Sinn, wenn man sich mal vor Augen hält, dass ja damit, so es nicht missbraucht wird, wovon wir ausgehen, damit soll ja doch die Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft erleichtert werden. Das heißt, wenn jeder Provider kommt und sagt, ich habe aber Technik sowieso, System tralala, und jetzt müsst ihr euch für mich wieder neue Geräte anschaffen, dann wird das hanebüchen und erleichtert die Arbeit in keinster Weise. Verpflichtete sind, wie gesagt, die Betreiber der Telekommunikationsanlagen. Und das heißt, das sind nicht unbedingt die, die es wirklich als Eigentum haben, sondern sie müssen die sogenannte rechtliche Funktionsherrschaft darüber ausüben. Diese Verpflichtung besteht ja in genau dem Umfang, wie er eben Adressat einer Anordnung sein kann. Da es sich hierbei erstens um einen Eingriff in diverse Grundrechte handelt, also unter anderem Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit, Schutz des Eigentums etc. und zum anderen um eine Indienstnahme Privater bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben, muss man sich das Ganze etwas genauer anschauen. Allerdings sage ich lieber gleich, es bestehen gegen die reine Verpflichtung der Internet Service Provider aus verfassungsrechtlicher Sicht keine Bedenken. Ob allerdings die Kostentragungspflicht und die Höhe der Kosten, und da kommen wir genau zum Punkt von eben, wie diese Kosten genau aussehen, das weiß keiner. Es gibt Schätzungen, die variieren, je nachdem, wen man fragt. Man kann Köntrop fragen, man kann aber auch das BMWI fragen, zwischen 1.000 Mark und 100.000 Mark, was ein kleiner Unterschied ist. Wie sie genau aussehen, diese Kosten, weiß keiner, weil es diese Vorschriften oder genaue Standards dafür in dem Sinne noch nicht gibt. Deswegen bewegt man sich da etwas im luftleeren Raum. Also ob diese Kostentragungspflichten, die Höhe der Kosten verfassungsrechtlich bedenklich ist, so bedenklich, dass diese Regelung nicht haltbar ist, ist bei Juristen sehr umstritten. Wobei man auch sagen muss, ich kann einen Grundrechtseingriff nicht deswegen als grundrechtswidrig erklären, nur weil er Kosten verursacht. Diese Kosten müssen schon unverhältnismäßig hoch sein und sie müssen die Verpflichteten in einer Art und Weise belasten, dass ich damit am besten ihre wirtschaftliche Existenz gefährde. Dann habe ich damit eine Chance. Aber nur zu sagen, das kostet die Verpflichteten Geld, ja, das ist leider Pech, das kann vorkommen. Die Verhältnismäßigkeit ist eben genau die Frage. Nur da haben wir eben das Problem, dass es bisher keine Zahlen gibt. Und ich kann eben nicht nur sagen, das ist zu teuer. Dann sagt man, ja, sag mir, wie viel das kostet, sag mir, warum das so viel kostet. Ich habe mich auch mit Mobilfunkbetreibern unterhalten, ich habe mich auch mit ein paar Internet-Service-Provider unterhalten, nur konnte auch von denen keiner eine wirkliche Zahl abgeben. Die haben alle geschätzt. Und mit Schätzungen ist naturgemäß beim BMWI und beim BMJ nicht wahnsinnig viel zu holen. Ich muss schon halbwegs nachprüfbare Zahlen auf den Tisch legen. Ich muss sagen, ich brauche dafür diese und jene Serverleitungen, Software, ich weiß nicht was, die so und so viel kosten. Dafür brauche ich ein, zwei Manntage. Ich muss im Prinzip so einen Mini-Businessplan denen auf den Tisch legen und sagen können, hier Jungs, guckt's euch an. Dann habe ich damit eine Chance. Aber nur zu sagen, das ist aber sehr teuer, ja. Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Also ich habe bisher noch keinen ISP gefunden, der mir Zahlen geben könnte. Es hat auch noch keiner installiert. Weil es gibt die, dazu kommen wir wieder leider gleich, es wird dazu eine Durchführungsverordnung geben, die eben auch die technischen Standards festlegen soll. Nur die gibt es noch nicht. Richtig. Dazu kommen wir auch gleich bei der Verordnung. Es tut mir leid, ich muss immer wieder nach hinten verweisen.
Das alte Spiel, ich stelle meinen Server ins Ausland und befalle deshalb nicht dem deutschen Recht, funktioniert nur sehr partiell. Wenn ich meine komplette Technik im Ausland habe, wenn ich gar ein ausländischer Anbieter bin, mag das vielleicht noch funktionieren. Nichtsdestotrotz habe ich dann das Problem, dass ich in Deutschland anbiete und damit doch wieder unterfalle. Wie das dann genau geregelt werden soll, ob dann du eine Leitung nach Deutschland bezahlen musst oder ob man sich irgendwo in der Mitte trifft, auf der Grenze oder wie auch immer, das ist noch nicht geregelt. Das ist aber auch wiederum eine Frage, die nicht unbedingt nach deutschem Recht alleine beurteilt werden kann. In Deutschland, wie zum Beispiel, sagen wir mal, MCR WorldCom, die in Deutschland tätig sind, hier ihren Sitz haben, wird da fallen im deutschen Recht. Ich denke da so an einige amerikanische Einrichtungen, die ja durchaus solche Dinge betreiben. Echelon, oder? Was? Echelon, oder? Fallen die dann runter oder nicht? Ja, es geht deutsche Recht. Echelon ist wiederum was völlig anderes. Aber ist auch eine Telekommunikationseinrichtung. Richtig, aber im Ausland. Sie bietet aber keine Telekommunikationsdienste an, in keinster Weise, weder gewerblich noch geschäftsmäßig noch für die Öffentlichkeit noch sonst was. Das Einzige, was die machen, ist abhören. Ob das wiederum, das kann ich nicht dem TKG unterwerfen. Die Frage ist, ob das nicht dem Grundgesetz widerspricht und dagegen verstößt. Das ist aber eine andere Frage. Nur, das ist das alte Spielchen, dazu gibt es inzwischen ein paar lustige Anfragen im Bundestag. Nach dem Motto, die Bundesregierung möge doch mal erklären, was Echelon denn eigentlich sei und was man denn mit den Daten täte. Wobei ich die Kombination auch sehr interessant finde, dieser Frage. Nur, dazu äußert sich keiner. Echelon ist genau wie Infopol eine wunderbare Grauzone. Keiner hat es je gesehen, keiner hat es gehört und keinem ist es bekannt. Und es gibt es am besten auch gar nicht. Und wenn es das dann doch mal zufällig irgendwo gibt, ja, dann war das ein Irrtum. Also das ist was völlig anderes. Das kann ich damit nicht vergleichen, weil Echelon ist kein Anbieter. Das ist Abhören in massiver Form. Aber das ist was anderes. Das ist eine völlig andere Kategorie. Ja, aber sie bieten keine an. Sie sind ja noch nicht mal wie ein Hotel. Wenn eine Firma für ihre Angestellten, und das wird bei denen mit Sicherheit genauso laufen. Wie bitte? Eben, es fällt nicht unter das TKG. Es ist, wenn, höchstens ein Verstoß gegen das Grundgesetz, aber das ist eine andere Frage. Gut, also gehen wir weiter zurück nach den Voraussetzungen zu 88 TKG. Danach ist eben... Auch das ist eine Frage der Verordnung, zu der ich wieder mal gleich komme. Ich würde es gern bis dahin zurückstellen und dann nochmal ein Service vermelden, okay? Weil das ist der springende Punkt, die ganzen Einzelfragen. Ich möchte erstmal den groben Rahmen erläutern und dann langsam zu den Einzelfragen kommen. So, also gehen wir nochmal zurück zu 88 TKG. Danach wird eben auch bestimmt, dass die konkrete Ausgestaltung dieser Überwachung der Technik, der Genehmigung etc. einer Verordnung vorbehalten bleibt. An dieser Verordnung, Telekommunikationsüberwachungsverordnung, auch TKÜV, wird seit 1998 gearbeitet. Ein neuer Entwurf soll Anfang nächsten Jahres vorliegen. Und genau zu diesem kommen wir jetzt und beantworten damit hoffentlich einige Fragen. Im Grundsatz gibt es diese Vorschriften zur Überwachung bereits seit 1968, als wir noch den wunderbaren einzigen Monopolisten hatten. Diese Vorschriften wurden mehrfach angepasst, zuletzt eben im Rahmen des Begleitgesetzes zum TKG.
Die bestehende Fernmeldeüberwachungsverordnung, die noch existiert, soll eben, wie eben gesagt, durch eine Verordnung nach 88 TKG ersetzt werden. Ein erster Entwurf dafür wurde im Mai 1998 in die öffentliche Diskussion gestellt. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, das Rauschen im Blätterwald war enorm. Aufgrund dessen wurde dieser Entwurf zurückgezogen und im April 1999 ein neuer Entwurf vorgestellt, der angeblich sämtliche Kritik aufgenommen hat. Der war aber immer noch nicht wesentlich besser, deswegen wurde auch der wieder zurückgezogen. Seitdem, das heißt seit April letzten Jahres, wird an einem neuen Entwurf gearbeitet, das heißt seit anderthalb Jahren, was für eine Verordnung schon sehr lange ist. Daran sieht man auch die Schwierigkeiten, mit denen die kämpfen. Und das sind nicht nur juristische Schwierigkeiten, das sind auch technische Schwierigkeiten. Das sind die Probleme zu verstehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Telekommunikation und Internet. Inwieweit kann ich einen Telefonanschluss, wie Sie es gerne tun, mit einem Login mit Passwort gleichsetzen oder eben auch nicht? Oder ist es eher die IP-Adresse eines Servers? Also es sind sehr technische Fragen, die da auch dahinter stehen, die beantwortet werden müssen und was nicht gerade einfach zu sein scheint. Dieser neue Entwurf soll im Januar, Mitte Januar nächsten Jahres veröffentlicht werden. Ich kann nur alle dazu aufrufen, sich die Homepage von BMWi ab Anfang Mitte Januar regelmäßig anzugucken, www.bmwi.de, da irgendwo unter Regulierungsrechtsrahmen, Telekommunikation Rechtsrahmen, da wird sie irgendwann erscheinen. Und ich kann nur dazu aufrufen, es im größten Maße zu kommentieren, über den CCC, aber auch von jedem Einzelnen. Weil das ist die Verordnung, die alle richtig Geld und Arbeit kostet. Und es ist die Frage, wie viel. Denn dass der Staat in gewisser Weise bei der Verfolgung von Straftaten, ob sie nun intern oder auch gegen die Bundesrepublik gerichtet sind, auch überwachen will, darf und können muss, das steht außer Frage. Die Frage ist nur, inwieweit muss da ein Provider oder auch ein TK-Anbieter, es betrifft ja beide gleichermaßen, in Vorleistung treten. Deswegen, wie gesagt, die herzliche Bitte, guckt es euch an und kommentiert es. Und wenn ihr nur einen Paragraphen kommentiert, nur je mehr es kommentieren, desto weniger kann das BMWi sagen, ja, hat doch niemand was dagegen, ist doch prima. Denn das ist das, was ansonsten passiert. Und dann hinterher zu sagen, ja, aber das nützt nichts. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Kritikpunkten an diesem letzten Entwurf. Und da werden vielleicht auch einige Fragen von eben beantwortet. Bei diesem Entwurf wurden die Betreiber in drei Gruppen eingeteilt. Die Nummer eins waren diejenigen, die TK-Dienstleistungen für die Öffentlichkeit angeboten haben. Also klassische Festnetztelefonie, Mobilfunker etc. pp. Aber auch alle anderen öffentlichen Netze. Betreiber Nummer 2 waren diejenigen, die zwar TK-Dienste erbringen, aber nicht unter Nummer 1 fallen, das heißt nicht für die Öffentlichkeit, das heißt firmeninterne Netze etc. Und Nummer 3, und das war das, was auch zu größeren Missstimmigkeiten führte, waren diejenigen, die geschäftsmäßig Telekommunikation anbieten. Das heißt Hotels, Krankenhäuser, Schulen, alles, wo mehr als ein Telefon rumsteht. Und danach sollte es so sein, dass die Betreiber der Gruppe 1, also diejenigen, die geschäftsmäßig TK-Dienste für die Öffentlichkeit anbieten, die sollten auf eigene Kosten permanent die Einrichtungen für die Überwachung vorhalten. Die anderen sollten nur im Einzelfall, aber ebenfalls auf eigene Kosten, Überwachungseinrichtungen ermöglichen. Wie das dann genau ausgestaltet werden sollte, war selbst da noch etwas offen. Man sprach dann von einer Pool-Lösung, wo es dann irgendwo in Deutschland 10 Überwachungsgeräte gibt, die dann quer durch die Republik gefahren werden. Das war auch nicht so wirklich überzeugend. Aber gut, die Einteilung an sich ist wiederum interessanter, denn danach ist jeder erfasst. Danach ist auch, wenn ich in meiner Firma meinen Angestellten das Telefonieren ermögliche, falle ich genauso spätestens in die Gruppe 3 und muss auch dann Überwachungseinrichtungen vorhalten. Dazu kamen dann so lustige Sachen, dass natürlich die Überwachungseinrichtungen in geschlossenen, extra gesicherten Räumen zu halten waren. Also sprich, ich brauche noch einen weiteren Raum zu meinem Büro, ist auch in Ordnung. Das Personal müsste einen gesonderten Sicherheitstest durchlaufen, kostet auch kein Geld und auch keine Zeit, ist auch in Ordnung. Also es waren einige heftige Sachen darin vorgesehen.
Der nächste Punkt. Bereits in diesem Entwurf wurde ganz klar dargestellt. Ich habe das hier wortwörtlich zitiert, damit es erstens genauso rüberkommt, wie es da gesagt worden ist, und zweitens mal auch klar wird. Bereits da wurde gesagt, dass diese Vorschriften zur Überwachung unabhängig von dem jeweils benutzten TK-Netz gelten. Individualkommunikation, die übers Internet abgewickelt wird, E-Mail etc., ist von den Regelungen SCPO G10, was wir eben kurz hatten, nicht ausgenommen. Das bedeutet eben auch, dass ein individueller, übers Internet abgewickelter Telekommunikationsvorgang durchaus Gegenstand einer Überwachungsmaßnahme sein kann. Wer allerdings nicht betroffen war, waren die Anbieter von Informationen oder Chatplattformen, denn das sei keine Individualkommunikation. Von Seiten des BMWI wurde damals die Forderung erhoben, dass in dieser TKÜV klargestellt werden sollte, dass die Anforderungen an die Übermittlung bzw. die Übertragung und Überwachung technikneutral und ergebnisorientiert sind. Das bedeutet, man wollte sich bloß nicht darauf einschließen zu sagen, nur E-Mail, Telefon, Fax oder was auch immer unterfällt der Überwachung, um dann in einem halben Jahr festzustellen, oh prima, es gibt schon wieder was Neues, das müssen wir uns wieder aufnehmen, sondern sie möchten es so formulieren, und dieser Vorsatz bleibt auch für die neue Verordnung, dass sie aufgrund der Definition, die so weit sein soll als irgend möglich, auch alle neuen möglichen Entwicklungen darunter fassen können. Ein Grund mehr, weswegen ich sage, bitte schaut euch die Verordnung an, sobald sie auf der Homepage ist, und kommentiert sie. Denn danach ist es zu spät. Ein weiterer Punkt war eben die Frage der Verhältnismäßigkeit, aber die ist, wie gesagt, selbst unter Juristen noch offen. Ein anderer Punkt war die Gleichstellung von Kennung, klassisch Telefonnummer, mit Internetkennung, die locker flockig als Login und Password eingesetzt wurde. Nur ist natürlich der leichte Unterschied, eine Telefonnummer ist ein Netzabschlusspunkt. Der wandert zwar vielleicht im Mobilfunknetz rein geografisch gesehen, aber es ist immer ein Netzabschlusspunkt. Ein Internet-Login und Password, das kann ich hier machen, das kann ich in Timbuktu machen, das kann ich in Hamburg machen, das ist völlig egal. Das ist was völlig anderes. Wurde aber ohne Probleme gleichgesetzt. Ein nächster, mehr juristisch-systematischer Grund ist eben, es wurde ja ein besonderer Rechtsrahmen für TKG und Teledienste bzw. Rundfunk- und Mediendienste auf der anderen Seite eingeführt. In dem Fall aber unterfallen dann auch alle Teledienste wunderbar einfach dem Telekommunikationsgesetz und fertig. Ob das nun systematisch nicht vielleicht anders zu machen, das ist die nächste Frage. Nur, wenn man sich es genau überlegt, selbst wenn man dafür ein eigenes Gesetz machen würde, würde das auch nicht wesentlich anders ausschauen. Dafür ist die Überwachung im deutschen Staat dann doch zu wichtig. Eine andere prinzipielle Frage ist aber, bei klassischer Telekommunikationsüberwachung erhält der Anbieter, Mobilfunkanbieter, wer auch immer, eine Anordnung, den Beschuldigten Name, Anschrift, Nummer zu überwachen. Das heißt, bei dem zu Hause oder meinetwegen an seinem Mobilfunktelefon wird abgegriffen, an seinem Netzabschlusspunkt. Es wird aber nicht abgegriffen, zum Beispiel dazwischen beim Call-by-Call-Anbieter. In dem Fall sollte es aber so sein, dass nicht der Anbieter der Teilnehmeranschlussleitung, über den ja zum Beispiel das Internet zu Hause läuft, auch verpflichtet ist, diese Daten, die darüber kommen und gehen, weiterzuleiten, sondern der ISP selber. Das heißt, man ist dabei weggegangen von dem Prinzip, am Ende dieser Verbindung einzugreifen, eben zu Hause beim Anschluss. Man hat gesagt, es ist doch viel einfacher, ist es natürlich, beim Internet Service Provider direkt abzugreifen. Ob das nun eben wirklich noch verhältnismäßig ist, ist auch die Frage. Und warum dieser Durchgriff auf den ISP genommen werden soll, ich kann es verstehen aus Sicht der Schlapphüte, es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn ich direkt beim ISP abgreife, weil natürlich, ich kann mir mein Notebook unter den Arm klemmen, ich gehe nach nebenan und klinke mich da ein, logge mich da ein und gut. Nur, ich kann auch in die Telefonzelle gehen, dann bin ich auch weg. Das muss genauso in Echtzeit übertragen werden. Wie die das genau machen wollen, rein technisch gesehen, das wissen sie selber noch nicht. Das ist aber auch nicht der Punkt.
Richtig, aber das hindert im Moment zumindest weder BMWi noch BMJ daran, auch das Internet, deswegen hatte ich eben gerade dieses wortwörtliche Zitat des BMWi und des BMJ aufgenommen, das unter die Überwachung nach dem TKBG zu subsumieren. Und dann sind wir genau wieder bei dem Problem. Ich möchte mich als Provider nicht hinstellen und sagen, ja, aber lieber BND, das darfst du doch gar nicht. Da sagt er, ja, mein lieber Freund, das interessiert mich jetzt aber nicht, ob du das meinst oder nicht. Du machst das jetzt mal. Und ich möchte dann nicht derjenige sein, der in dem Moment sagt, nein. Im Nachhinein überprüfen lassen, gut, sind wir wieder bei der Beschwerde. Aber ich habe ja nicht die Möglichkeit, mich vorab zu weigern. Also muss ich versuchen, wenigstens jetzt direkt im Rahmen dieser Verordnung Eingriff zu nehmen und da meine Möglichkeiten geltend zu machen, um zu sagen, das ist ein bisschen zu heftig, das ist unverhältnismäßig hier oder gegebenenfalls sogar Alternativen anzubieten. Denn die Überwachung aus der Welt bekommen, tue ich nicht. Natürlich nicht. Das ist eben genau das nächste Problem. Also momentan haben wir noch so gut wie keine Internetüberwachung oder GPRS-Überwachung. Bisher ist es noch die klassische TK-Überwachung, die da im Vordergrund steht. Sicherlich auch deshalb, weil diese Durchführungsvorschriften noch nicht existieren. Nur, das ist ja genau der Punkt. Mitte Januar liegen sie auf dem Tisch. Kommentieren Sie, bitte. Nochmal bitte. Ah, die übliche geografische Diskussion. Noch ist die reine geografische Bestimmbarkeit nicht Teil der Überwachung. Es ist eine ganz andere Frage, ob das nicht im Rahmen von Untersuchungen dann wiederum herausflankt werden wird. Aber das ist keine Frage der klassischen Überwachung nach 88 TKG. Weil da geht es ja um die Kommunikation. Die Bestimmung eines geografischen Standortes gelingt mir zwar anhand des Telekommunikationsgeräts, was der in der Hand hat, aber es hat mit der Kommunikation an sich ja nichts zu tun. Aber an die näheren Umstände fallen. An die näheren Umstände fallen ja vor allem die Beteiligten. Kann man so auslegen, ob man damit durchkommt? Ja. Die Verbindung zwischen Handy und der Wechselstation, das ist ja wahrscheinlich mit dem Vodafone eben auch schon Telekommunikation, selbst wenn nicht abgehoben ist. Wenn abgehoben wird, ist es mit Sicherheit Teil der Telekommunikation, wenn jetzt nicht telefoniert wird und das Handy eben nur seinen Standort durchgibt, dann ist es die Frage, nur... Bisher ist mir noch kein Fall bekannt, aber wenn ein anderer bekannt ist, dann sagen Sie es, in dem nur der geografische Standort verlangt wurde. Es gibt inzwischen sogar schon Fälle, wo es andersrum gelaufen ist, wo Mobilfunkbetreiber Anordnungen erhalten haben, bitte, wir möchten den gesamten Verkehr von, sagen wir mal, 25.12. in der Mobilfunkzelle XY. Das sind aber dann wiederum auch Anordnungen, die kann ich relativ einfach nicht befolgen, weil ich sage, die ist formal nicht in Ordnung. Nicht materiell nicht in Ordnung, da halte ich mich völlig raus. Verdacht, mag alles sein. Aber ich brauche einen Beschuldigten, ich brauche eine Anschrift, ich brauche einen Namen. Das ist doch alles nicht drin. Da weiß ich ja nicht. Da kann ich ja nicht. Das geht noch. Also ich kenne inzwischen mehrere Urteile und Beschlüsse von diversen Landgerichten und Amtsgerichten, wo solche Überwachungsanordnungen angegriffen worden sind. Und zwar durch die Bank weg von den, vom vierten kenne ich jetzt noch keine, haben wir wahrscheinlich auch schon, aber von den ersten dreien kenne ich sie. Die sind durchaus bereit, weil die eben sagen, die Überwachungsmaßnahmen, da sind wir wieder bei dem Ansteigen, die nehmen exponentiell zu, die Anordnungen auf Überwachung. Und es kann nicht sein, bei denen hat es auch teilweise andere Gründe, weil natürlich je mehr Überwachungsmaßnahmen die auf den Tisch bekommen, desto mehr Leute, Technik und so weiter müssen sie dafür abstellen, um dem nachzukommen. Das ist natürlich auch ein Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich auch der Schutz ihrer Kunden, weil, wie gesagt, gerechtfertigtes Interesse des Staates an Überwachung, ja,
Aber es ist ein Eingriff in das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses und von daher kann das nicht ausufernd betrieben werden, à la George Orwell. Von daher gibt es einige Entscheidungen, wo die dagegen vorgehen, aber mit Sicherheit nicht gegen jede und auch nicht gegen jede Zehnte. Aufgrund von 88.1 TKG. Der Betreiber hat auf eigene Kosten vorzuhalten. Und die Regulierungsbehörde hat das abzunehmen und zu genehmigen. Und vorher darf er eigentlich auch keine TK-Dienste erbringen. Was bei den klassischen TK-Anbietern, sprich Festnetzmobilfunk, auch genau so passiert ist. Nochmal bitte, wenn die für? Was ist höhere Gewalt? Wenn jemand aus Versehen auf den Schalter tritt? Oder tatsächlich höhere Gewalt? Der Punkt ist ganz einfach, da diese Einrichtungen von der RECTP abgenommen werden müssen und die RECTP dazu ihre Genehmigung erteilt. Wenn die RECTP sagt, das ist soweit in Ordnung und erfüllt die Anforderungen, die nach der noch zu erstellenden Verordnung, ich wiederhole wieder Januar nächsten Jahres, gestellt werden, dann ist der Betreiber fein raus, sofern es sich wirklich um höhere Gewalt handelt. Wenn jemand so blöd war, und auf den Server draufzutreten, dann ist das keine höhere Gewalt, dann hat er ein Problem. Wenn jetzt der Blitz einschlägt und alles aber ordnungsgemäß gesichert ist, dann kann das vorkommen. Das funktioniert deshalb nicht, weil eben Internet-Service-Dienste zulassungsfrei sind. Aber was man natürlich machen kann, man kann natürlich in diese TKÜV reinschreiben, also klar, deswegen sagte ich eben, für klassische Telekommunikation gilt es, das ist Voraussetzung, damit die eine Lizenz erhalten, damit die anbieten dürfen. Wenn ich jetzt einen Internet-Service-Provider habe, dann kann ich natürlich sagen, ich mache einfach ein paar schöne kleine Bußgeldvorschriften in meine Verordnung. Wenn gegen diese und jene Vorschriften in der noch zu erstellende Verordnung verstoßen wird, dann zieht das Bußgelder von, sagen wir mal, was im Moment so Standard, 100.000, 250.000 Mark nach sich, was auch einem Internet-Service-Provider nicht gerade unbeträchtlich wehtut. Deswegen wieder die Bitte, schaut's euch an, kommentiert's. Da gibt es insofern Bestrebungen, also dieses Kryptografieverbot, was Kanter mal verfolgt hat, das ist tatsächlich vom Tisch. Das wollen sie auch nicht mehr. Was es aber gibt, das ist ein Punkt, zu dem ich gleich komme, das ist Infopol. Infopol schieben wir es kurz nach hinten, wenn es nicht beantwortet ist, nochmal melden? Okay. Gut. Eine der offenen Fragen des letzten Verordnungsentwurfs? Das war genau die Frage. Es ist die Frage, ob es in der neuen Verordnung geregelt wird, aber im letzten war es nicht der Fall. Ja, klar. Also mir wurde von den Mobilfunkbetreibern auch bestätigt, dass dem so sei, weil die Anordnung auf dem Tisch haben müssen. Dienst nicht mehr informiert, dass gerade auch in seiner Anlage abgehört wird.
soweit, dass jetzt das, die Gesprächsumleitung einmal quer durch Europa geschehen kann irgendwie. Und die Dienste, die sich da hinten ankoppeln, also was weiß ich, CIA, bla bla bla, selbst die wissen nicht voneinander, dass die anderen abhören. Also da wird demnächst eine sehr gruselige technische Vorschrift geben, die leider schon existiert. Und wenn unsere Politiker blauäugig wie sie sind, da sagen, ja, das sieht ja gut aus, dann gut nach. Das ist genau der Punkt. Und das ist auch ein Punkt, der zum Beispiel wiederum bei Infopol interessant wird. Aber dazu kommen wir auch gleich noch. Nur momentan ist es so, dass die Überwachungsmaßnahme als solche noch nicht völlig ohne Kenntnis des Anbieters funktioniert. Was allerdings demnächst im automatisierten Verfahren ohne Kenntnis des Anbieters erfolgen soll, ist der Zugriff auf Kundendaten. Das soll dann schon möglich sein. Und zwar alles schön gesammelt über die RecTP, die dann wiederum aber auch eine schriftliche Anordnung eines Richters oder meinetwegen auch eines Staatsanwalts vorliegen haben muss, um diesen Zugriff zu nehmen. Richtig. Aber dafür muss es ja auch eine wie auch immer geartete Grundlage geben. Also die Polizei kann ja nicht einfach die RecTP anrufen und sagen, gib mir doch mal bitte. Weil es im TKG so vorgesehen worden ist, dieses automatisierte Verfahren. Gut, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Einzelproblemen bei der Verordnung nach 88.2. Das eine war eben die Gleichstellung von Kennung, das andere ist die Einbeziehung von Infopol und das dritte ist eben auch der Durchgriff auf den ISP. Damit kommen wir zu Infopol. Infopol ist der Name, immer versehen mit einer laufenden Nummer, für eine Reihe von Dokumenten, die von der Arbeitsgruppe Polizeiliche Zusammenarbeit des Rates der Europäischen Union verfasst werden. Offiziell heißt es auch da, Infopol gibt es nicht, brauchen wir nicht, haben wir nicht und beziehen wir auch nirgendwo ein und kennen wir sowieso nicht. De facto ist es zum Beispiel so, dass in einer Fußnote des letzten Verordnungsentwurfs Bezug genommen wurde auf eine Entschließung des Rates, die durch das letzte Infopol-Papier geändert werden soll. Nun muss man natürlich dazu sagen, dass Infopol als Entschließung des Rates keine verbindliche Wirkung für die Mitgliedstaaten hat. Allerdings ist es eben auch so, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Kooperationsverpflichtung verpflichtet sind, Entschließungen des Rates, die in den entsprechenden Bereichen getroffen worden sind, zu berücksichtigen. Das heißt, ich habe nicht unbedingt eine einklagbare, direkt deutliche Verbindlichkeit, aber ich habe eine Verbindlichkeit durch die Hintertür. Und genau auf diese Infopol-Papiere bezog sich eine Fußnote, ganz hübsch, des letzten TKÜV-Entwurfs. Ob sie es diesmal wieder machen, ich weiß es nicht. Der Entwurf ist noch Verschlusssache. Infopol war insofern interessant, als dagegen die TKÜV oder beziehungsweise der Entwurf, der letzte, noch ziemlich albern aussah. Denn die wollten noch einiges mehr. Die wollten Kontonummer, die wollten Kreditkartennummer, die wollten IP-Adresse, die wollten auch bei Weiterleitung das tatsächliche Endziel, die wollten sämtliche technischen Parameter der in Anspruch genommenen Dienste, die wollten die Datenübermittlung innerhalb von Sekunden und die Realisierung der Überwachung innerhalb von Stunden oder am besten Minuten. Das war also nochmal ein bisschen heftiger. Kostentragung sollte einfach nach dem nationalen Recht geregelt werden. Damit sind wir bei TKG, das heißt die Provider. Dann kommen wir zu einer Initiative des Europarates. Das ja EU und Europarat ist ja ein Unterschied, ich hoffe, dass der jedem bekannt ist. An diesem Übereinkommen zur Datenkriminalität wird also nun auch schon seit geraumer Zeit gearbeitet. Inzwischen gibt es die 24. Fassung. 25. Von? 22. Dezember. Na, dann muss ich mir die mal anschauen, die habe ich noch gar nicht.
Damit soll also den Europaratsmitgliedstaaten so eine gemeinsame Politik gegen Netzkriminalität verfolgt werden. Und das ist das Interessante dabei, den entsprechenden Stellen sollen die notwendigen Befugnisse eingeräumt werden, um die dort genannten Straftaten effektiv zu bekämpfen. Und das kann durchaus weitergehen, als wir das momentan haben. Ein interessanter Artikel dabei ist Artikel 6. Ist der in der neuen Fassung jetzt auch immer noch drin? Oh ja, gut. Sie sagen dann Bescheid, wenn ich zum Punkt komme, wo es geändert ist? Gut. Artikel 6 ist insofern interessant, weil unter Strafe gestellt werden soll Produktion, Verkauf, Nutzung etc. von Geräten und Programmen, die dazu geeignet sind, beziehungsweise deren primärer Zweck das Ausspähen von Daten bzw. Eindringen in Systeme ist. Wenn der primäre Zweck nicht das ist, dann wiederum ist es aber nicht strafbar. Jetzt sind wir aber natürlich bei der Frage, wie ist das mit einem Messer? Ich kann ein Küchenmesser dazu benutzen, einen Huhn zu tranchieren, ich kann es aber auch dazu benutzen, um irgendjemand abzustechen. Deswegen kann ich nicht schlechterdings alle Messer verbieten, weil sie können natürlich dazu benutzt werden. Und hier diese Unterscheidung zu treffen, wie das gemacht werden soll, ist mir persönlich noch nicht ganz klar, wann der primäre Zweck so eindeutig zuordnenbar ist oder eben auch nicht. Bei einigen Systemen oder Programmen mag das durchaus gehen, aber bei vielen Sachen ist es, glaube ich, ähnlich wie bei einem Küchenmesser und kann nur im Einzelfall entschieden werden. Also von daher, gut. Wer auch immer diese Programme hat, die stellen nur auf den Zweck ab. Wenn der Zweck eben das Eindringen in Systeme etc. ist, dann ist es verboten. Im Zweifelsfall wird das dann wiederum nun genau davon ausgenommen sein. Dann sollen eben nach dieser Cybercrime Convention, die wie gesagt noch nicht in Kraft ist, diverse Straftaten, also Urheberrechtsverletzungen, Kinderpornografie etc. unter Strafe gestellt werden, so dass noch nicht der Fall ist. Und dabei sollen auch hier den ermittelnden Beamten mehr Kompetenzen eingeräumt werden bei der Verfolgung solcher Straftaten. Import war auch umfasst. Import, Produktion, Handel, alles. Also die Cybercrime Convention gibt es auch im Internet. Also 25. weiß ich jetzt nicht, die akute haben sie auch. Da kann man sich das alles wunderbar durchlesen. Interessant aber ist auch das Kapitel über das Abhören und Durchsuchen von Daten. Hat sich da was geändert? Das ist eine gute Idee, ja. Danach soll eben den ermittelnden Behörden die notwendigen Befugnisse eingeräumt werden, um ganze Computersysteme zu durchsuchen, zu speichern, Kopien zu ziehen, zu beschlagnahmen. Auch sollen dabei die ermittelnden Behörden die Befugnis haben, Leute anzufordern. Welche Leute das sind, war mir nach dem Entwurf nicht klar. Ob das jetzt welche sind, zum Beispiel vom Provider, oder ob das nationale Experten sind, die jedenfalls Kenntnisse haben, die für die Überwachung oder die Aufzeichnung etc. von Bedeutung sind. Des Weiteren soll den Behörden erlaubt werden, Daten in Echtzeit zu sammeln. Und das gilt jetzt sowohl für Verbindungsdaten als auch für Inhalte. Auch diese sollen in Echtzeit übermittelt und gespeichert werden können. Und dabei soll auch nötigenfalls der Service Provider, das steht ausdrücklich drin, verpflichtet werden, da mitzuhelfen. Wie er das genau tun soll, das steht nicht drin. Aber dass er es tun soll, das schon. Und auch hier gilt, dass der Service Provider die Tatsache der Überwachung als auch die aufgezeichneten Daten streng geheim zu halten hat. Ja. Es ist erstens mal noch nicht in Kraft, von daher ist es auch noch nicht so wild. Es ist natürlich ein Widerspruch zum Bundesdatenschutzgesetz, aber auch zu diversen anderen Datenschutzvorschriften und auch bei uns zu unseren polizeilichen Eingriffsvorschriften. Denn
Da ist nichts darüber geregelt, auf welcher Grundlage diese ermittelnden Behörden diese Befugnisse haben sollen. Ob das dann wiederum komplett nach nationalem Recht geregelt werden soll, was ja okay wäre, weil dann brauche ich die Anordnung eines Richters oder eines Staatsanwaltes. Schlimm wäre es nur, wenn es, wie es teilweise mal bei Infopol diskutiert wurde, aber Gott sei Dank vom Tisch ist, wenn es so sein soll, dass das bei Vorliegen von Verdachtsmomenten, so war es bei Infopol formuliert, dass dann die Polizei das Recht hat, anzukommen und zu sagen, ich möchte gerne. Das heißt, das wäre in unserem Fall ein grober Verstoß gegen die Voraussetzungen gewesen, weil ich bräuchte keinen Richter mehr, ich bräuchte keinen Staatsanwalt mehr. Ich könnte einfach ein paar Polizeibeamte irgendwo stehen haben, die sagen, nun gib mir mal, ich hätte gerne, ich habe da so einen Verdacht. Ob das jetzt hier auch so sein soll, weiß ich nicht. Welche Daten sind jetzt genau gemeint? Prinzipiell Kundendaten, zum Beispiel Verbindungsdaten etc.? Da gibt es jetzt, da kommen wir wieder im Bereich des Datenschutzgesetzes, da gibt es ziemlich klare Vorschriften. Das ist einmal die Telekommunikationsdatenschutzverordnung und dann natürlich auch das Telediensteschutzgesetz. Da ist es so, dass ich Bestandsdaten, das heißt also, wer ist mein Kunde, wie heißt er, wo wohnt er, wann hat er Vertrag gemacht etc., die darf ich speichern, solange das Vertragsverhältnis besteht, beziehungsweise bis, wenn ich mich nicht sehr irre, Ablauf des Kalenderjahres nach Ende des Vertragsverhältnisses. Das sind die Bestandsdaten. Die Verbindungsdaten darf ich nach Telekommunikationsdatenschutzverordnung speichern bis 6 Monate, also im Moment noch 80 Tage nach Rechnungsversand. Das wird jetzt gerade geändert auf 6 Monate nach Rechnungsversand. Danach sind sie zu löschen. Wenn der Kunde vorab allerdings angekreuzt oder gesagt haben sollte, ich möchte meine Daten immer sofort gelöscht haben, dann darf ich sie überhaupt nicht aufheben. Und wenn dann eine ermittelnde Stelle kommt und sagt, hier, ich hätte gerne, dann sagt man hier, der Kunde hat angekreuzt bzw. gesagt, ausdrücklich, und das, also so irgendwie gesagt, reicht nicht. Er muss es klar und schriftlich und deutlich gesagt haben. Ich hab's nicht. Es tut mir leid. Ich kann, wenn du die entsprechende Anordnung hast, kann ich das für die Zukunft machen. Aber für die Vergangenheit habe ich nichts. Sagen wir so, der BND wird ja auch nicht völlig grundlos, hoffe ich zumindest mal, Daten an andere Geheimdienste weitergeben. Den Erfolg einer Überwachungsmaßnahme als solcher überprüft de facto niemand, wenn wir mal jetzt von dem Gutachten absehen, dass jetzt ein Auftrag gegeben worden ist. Nur, das ist auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Es kann nicht, das ist auch irgendwo logisch, es kann nicht sinnvoll sein zu sagen, wie viele Überwachungsmaßnahmen haben denn bitte schön zum Erfolg geführt? Wie viele Verhaftungen resultieren daraus? Weil ich andererseits auch nicht sagen kann, wie viele Untersuchungen, wie viele Verfahren hätten sich noch viel länger hingezogen und wären meinetwegen auch immer noch nicht abgeschlossen, weil mir die Beweise, und sei es für die Unschuld, ja immer noch fehlen würden. Also da wirklich die Effizienz zu beurteilen, das, wie gesagt, bis auf das Gutachten macht das im Moment niemand. Und das ist auch nicht eine Maßnahme, die daraufhin überprüft werden kann. Verhältnismäßigkeit ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Die ist natürlich einzufordern. Nur, das Problem ist natürlich, im TKG wurde klargestellt, dass der Betreiber die Kosten zu tragen hat. Das heißt also, um die prinzipielle Kostentragungspflicht komme ich nicht mehr rum. Also kann ich mich nur noch mit der Verhältnismäßigkeit darüber rumstreiten, ob das, was die im konkreten Fall sich jetzt nun ausgedacht haben. Und wieder komme ich dazu. Mitte Januar. Schaut's euch an. Genau auf diese Punkte hin. Oder auch, was euch sonst immer noch auffällt. Wenn ich danach argumentieren kann, dass das, was die da vorsehen, nicht mehr verhältnismäßig ist, dann habe ich eine gute Chance. Nur aufgrund des TKG-Eingriffs ins Grundgesetz kann ich es nicht.
Jeweils nicht unter juristischen Gesichtspunkten. Da hinten war noch eine Frage. Also diese Arbeitsgruppe, politisch dagegen vorzugehen, ist insofern schwierig, weil die Existenz von Infopol oder Infopol-Dokumenten immer noch gerne geleugnet wird. Auf breiter Front, das sind zum einen die Innenminister und dann natürlich die entsprechenden Stäbe dazu. Das ist zum anderen dieser ständige Ausschuss, polizeiliche Zusammenarbeit, der ja auch in Brüssel tagt. Und das ist natürlich auch, was man machen kann, ist die entsprechenden Bundes- bzw. Ländervertretungen in Brüssel, das darüber einzutüten. Denn auch das Europäische Parlament wird darüber nicht wirklich informiert. Also auch da hat es wenig Sinn, da tätig zu werden. Die haben dazu inzwischen auch schon mal Wind von bekommen und haben dagegen auch Protest eingelegt. Nur das interessiert nicht, weil der Rat kann eine Entschließung, die ja als solche völkerrechtlich nicht verbindlich ist, kann er tätigen, ob das Parlament nun dagegen oder dafür ist. Richtig. Aber eben keine direkten Bundestagsvertreter, sondern Regierungsvertreter. Innenminister plus Stab. Müsste. Bei Infopol ist eben das Spaßige, dass es keiner jemals gewesen sein will. Keiner hat es gesehen. Ich habe auch schon mit Leuten aus dem BMWi diskutiert, die dann sagten, ich erzähle gerade Blödsinn, bis ich dann das Papier auf den Tisch gelegt habe und gesagt habe, hier steht's aber drin. Ach so, ja, das haben wir ja noch nie gesehen. Ja, was will man da machen? Also, man kann es glauben, das wäre blöd. Man kann es nicht glauben, dann wären die blöd. Man kann es nur versuchen, an jedweder Front dagegen eben vorzugehen. Im Zweifelsfall ist die Presse wahrscheinlich immer noch das beste Mittel. Das hat man nun wiederum beim ersten Entwurf der TKÜV gesehen. Der ist ja nicht zuletzt durch das immense Rauschen im Blätterwald wieder gekippt worden. Es gibt keinen, der in dem Fall den Finger hebt und sagt, ja, ich bin dabei. Wird ein bisschen sehr schwierig. Und das Argument ist dann eben immer, ja, aber das ist doch nur eine Entschließung und die ist doch nicht verbindlich. Das ist das, was ich sage. Sie ist es nämlich irgendwo durch die Hintertür doch. Nein, sie dürfen auch nicht darüber informiert werden. Wie bitte? Auch nicht. Wenn, also es hängt von der Maßnahme ab, wenn es eine 100a, 100b StPO-Maßnahme ist, dann muss der Betreffende hinterher darüber informiert werden. Wenn es eine FAG-Maßnahme ist, das sich hier sowieso in der Vergangenheit bewegt, nein. Welche Daten? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel abgehört worden sind und die Untersuchung, was auch immer, wurde dann eingestellt, aus welchen Gründen auch immer. Wenn sie eingestellt wurde, weil ergebnislos, dann werden die sowieso gelöscht. Wer sagt Ihnen, dass Ihre Daten sonst irgendwo gelöscht werden? Wer sagt Ihnen, dass Ihr Finanzamt nicht mit Ihrem Einwohnermeldeamt kommuniziert? Also, die Garantie dafür gibt es nicht. Es gibt den Bundesbeauftragten für den Datenschutz, der natürlich auch solche Sachen überprüft. Aber es gibt keine Sicherheit, dass die Daten, die nicht über Sie noch gespeichert sein dürfen, welcher Form auch immer, dass die tatsächlich alle gelöscht sind. Die gibt es nicht. Wie kommt Ihre Adresse zum Beispiel auf
das neueste Heftchen des Weltbildblattes oder wie dieser Quatsch heißt. Ja, aber nichtsdestotrotz kriegt man wunderbare Werbeposten und fragt sich, woher. Also es gibt keine Sicherheit, dass nur die Daten irgendwo gespeichert werden. Die gibt es nicht. Es gibt die Vorschrift, dass nach Ende solcher Verfahren, insbesondere wenn sie ergebnislos niedergeschlagen werden, dass solche Daten zu löschen sind. Ob das tatsächlich passiert, können Sie genauso wenig überprüfen, wie ob Ihr TK-Anbieter, Ihr Service-Provider oder wer auch immer die Sie betreffenden Daten gelöscht hat. Da sind wir jetzt wiederum in einem ganz anderen Bereich. Da bewegen wir uns nicht mehr im TK-Bereich, sondern im ganz normalen Datenschutzbereich. Das ist eine Frage, die müsste man sich mal im Einzelfall angucken. Bin ich ad hoc, ehrlich gesagt, überfragt. Ja, es kommt drauf an, wer dann... Also, was Sie wollen... Mhm. Zum Beispiel einfach so Tagesspiel oder so. No? Denn es ist denkbar, dass ein Parallel-Server monitors jede E-Mail, das kommt von der Schweiz, mit einer Nein. Extension. So rum funktioniert es mit Sicherheit nicht. Also es ist nicht der komplette E-Mail-Verkehr zum Beispiel zum Schweizer Online-Bank-Server abhörbar. Das nicht. Was natürlich abhörbar ist, und da sind wir wieder in dem ganz klassischen Bereich, wenn Sie jetzt hier in Berlin in Ihrer Wohnung sich ins Internet einwählen und Ihr Internet-Service-Provider hat eine Anordnung erhalten, Ihre Kommunikation aufzuzeichnen, dann wird natürlich auch die E-Mail, die an die Schweiz geht, beziehungsweise von der Schweiz kommt, also alles, was rein und raus geht, damit auch diese Mails, werden natürlich aufgezeichnet. Aber ich kann nicht am anderen Ende ansetzen und sagen, alles, was hier aus der Schweiz von diesem Rechner kommt, hätte ich gerne. Rechtlich gesehen, nein. Halbrechtlich gesehen auch nicht. Technisch gesehen, muss ich ehrlich zugeben, weiß ich es nicht. Ja. Wäre ich mir nicht so sicher. Ganz einfach die Steuerbehörde, so die ganze Finanzamt, würde interessiert in jeder, das hat zum Beispiel ein Spiel mit Online-Banking. Und wenn Online-Banking ist in London oder in der Schweiz oder irgendwo, dann das geht über die Finanzamtbehörde. Ja, also rechtlich gesehen haben Sie dazu keine Möglichkeit. Wie gesagt, wenn ich aus anderen Gründen Ihre Kommunikation überwache, dann bekomme ich natürlich auch diese Mails. Aber aufgrund der Zusammenarbeit zwischen oder beziehungsweise der Kommunikation zwischen Ihnen und der Schweizer Bank, was das Finanzamt interessiert oder Finanzsteuerbehörden oder wen auch immer, das funktioniert nicht. Nicht rechtlich, nicht legal. Da gibt es auch keinen Weg momentan dahin. Die Gesetzeslage lässt es nicht zu. Was die hinter den Kulissen machen, weiß ich nicht. Das ist die nächste Frage, aber das war eben auch einer der interessanten Punkte bei Infopol, dass der Betreiber in Klarform zu übermitteln hatte. Das war die nächste Frage, das war nicht beantwortet, wie er das machen sollte. Er sollte es auf jeden Fall dann machen, wenn er es selber in irgendeiner Form verschlüsselt hatte. Damit hatten wir dann auch so ein teilweise partielles Kryptoverbot durch die Hintertür. Bitte kurz Ruhe. Das sind die alten Spielchen, das ist die alte strafrechtliche Diskussion bezüglich Zufallsfunden. Wenn ich Sie jetzt eigentlich überwache, um meinen Verdacht hinsächlich, auch keine Ahnung, Mord zu bestätigen und ich stelle fest, oh prima, hier gibt es ja was über Hehlerei. Dann gibt es dafür genaue strafrechtliche Voraussetzungen, unter denen ich dann solche Zufallsfunde verwenden darf oder eben auch nicht. Das ist also schon genau geregelt. Das betrifft ja nicht nur die Telekommunikation, das gilt ja genauso bei einer Hausdurchsuchung, wenn ich eigentlich die zerstückelte Leiche suche und finde jede Menge Diamanten. Also, da sind die Prinzipien die gleichen.
Also, dass die ermittelnden Behörden den Internet Service Provider verpflichten, quasi Netscape ohne Verschlüsselung zu verschicken. Also erstens mal können Sie den Internet Service Provider dazu nicht verpflichten, und zweitens mal wäre es auch völliger Blödsinn, weil dann geht er ja nur ins Netz und zieht sich eine andere Version runter. Es gibt aber keine rechtliche Handhabe, um eine derartige Verpflichtung zu konstruieren. Ich kann... Was? Was wäre verboten? Manipulation eines Rechners der Daten durch andere. Sie meinen jetzt die Cybercrime Convention wiederum, ja, die noch nicht in Kraft ist. Also wie gesagt, nochmal, es gibt keine Verpflichtung oder keine juristische Grundlage dafür, eine solche Verpflichtung aufzuerlegen. Aber davon abgesehen, also mir ist es eigentlich lieber, ich muss das gar nicht erst kontrollieren, sondern mein Netscape oder was auch immer macht das einfach brav, so wie es das soll. Von daher, noch weitere Fragen? Wie meinen Sie es jetzt? Sie meinen jetzt hinsichtlich Speicherdauer etc. oder was? Also dafür gelten für alle die gleichen Prinzipien. Ich kann die Daten natürlich alle so lange speichern, wie die Untersuchung läuft. Und nach Abschluss der Untersuchung, je nachdem was rausgekommen ist, also insbesondere wenn es ergeben hat, die Untersuchung wird eingestellt, dann sind diese Daten zu löschen. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt von eben. Ich habe niemals die Garantie, dass diese Daten wirklich gelöscht worden sind. Ich kann mich darauf verlassen, weil es eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt. Aber mit definitiver Sicherheit wissen, tue ich es nicht. Das funktioniert nicht, Verwertungsverbot. Also durch das TKG mit Sicherheit nicht. Und durch das EEG, also das elektronischer Geschäftsverkehrgesetz, was jetzt auch das TDG, und darunter unterfallen die ja, ändert danach auch nicht. Das ist weiterhin zulassungs- und lizenzfrei. Was in der Zukunft passiert, ich weiß es nicht. Momentan liegen diese Bestrebungen nicht auf dem Tisch. Nein. Geschäftsmäßig heißt, ist nicht gleichzusetzen mit gewerblich. Es kann auch ohne Gewinnerzielungsabsicht sein. Ist völlig egal. Wenn Sie so altruistisch sind und das auf eigene Kosten machen, ist es schön. Aber das nutzt nicht sehr viel, um deswegen zu entkommen. Ich überwache ja nicht eine bestimmte IP-Adresse, sondern ich überwache ja einen bestimmten User, wenn denn dann. Und genau darauf richtet sich ja auch die Anordnung. Wie das dann technisch auseinander zu klabustern ist, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Dafür gibt es auch genaue Vorschriften, wann das dann gemacht werden darf und was mit allen anderen Daten, die gesammelt werden, gemacht werden muss, die eben nicht von den Beschuldigten bzw. Verdächtigten stammen. Also das darf alles nicht verwendet werden, das ist klar. In dem Fall dann nicht. Dann ist das doch eigentlich schon eine Telekommunikation.
Frage. Und dieser Raum muss ja dann die Daten liefern können an die Dienststelle. Das kann nach der Verordnung, die eben noch aussteht, durchaus der Fall sein. Das ist kein Witz. Deswegen, ich sage es nochmal, guckt es euch an, Mitte Januar. Und kommentiert. Der Vortrag wird hier zu den Kongressunterlagen ins Netz gestellt, ja. Aber das, um das auch nochmal klar zu sagen, ein solcher Vortrag ersetzt natürlich auch nicht die Rechtsberatung im Einzelfall. Also, ja, nicht durch mich, generell. Eine juristische Person als Täter eines Verbrechens. Also eine juristische Person als Beschuldigter oder Verdächtiger in einem Verfahren ist relativ ungewöhnlich. Es kann natürlich sein, dass es um Geldwäsche oder Ähnliches geht, aber dann ist ja nie die Firma der Täter. Es sind ja immer einer oder mehrere Personen, auf die sich das Ganze zuspitzt. Nee, es würde natürlich ganz einfach, wenn überhaupt der Verdacht besteht und so weiter, gegen die Person XY, Anschrift sowieso, und dann eben auch genau angegeben mit zum Beispiel der E-Mail-Adresse in der Firma, dynamische oder statische IP-Adresse, was der Kuckuck, was auch immer man hat, um ihn zu identifizieren. Ich muss mich ja nicht auf dessen Privatanschluss beschränken. Wenn es garantiert so ist, dass es niemals eindeutig zuordbar ist, wer ist, kann ich das nicht mal durch Login oder Ähnliches dann ganz auseinanderklamüsern? Dann wäre die Frage, inwieweit dann die Firma da verpflichtet ist, dann vor Ort direkt, da sind wir wieder bei den Betreibern der alten Gruppe 3, die dann eben verpflichtet werden könnten, durchaus selber für die Überwachungsmaßnahmen zu sorgen. Also ist ja immer die Frage, an wen ich herangehe. Der Kegelclub als solcher ist genauso wenig Täter wie eine Firma. Von daher gilt das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Es geht ja immer gegen spezielle Personen. Ich muss ja nicht gegen eine Person ermitteln, ich kann auch gegen 20 gleichzeitig ermitteln. Wenn das in der neuen Verordnung noch nach dem ähnlichen Prinzip läuft wie in der alten, funktioniert es ja. Wenn. Nee, eine Mailingliste gibt es dazu nicht, weil es wird von diversen Verbänden, Organisationen, Unternehmen etc. kommentiert. Deswegen sage ich ja, wer es kommentiert, sei es über CCC, sei es über sein Unternehmen, sei es als Privatperson, es ist völlig egal, nur schickt es raus. Nein. Er kann es versuchen, wenn die Kunden dann da bleiben. Rein rechtlich kann ich natürlich sämtliche Kosten, die mir als Provider irgendwo unterwegs auftauchen, sei es auch durch Überwachung oder sonst wie, natürlich auf die Kunden umlegen, ob die es mitmachen. Das weiß ich nicht. Und verpflichtet, es zu tragen, sind sie mit Sicherheit nicht.
Meinen Sie jetzt eine spezielle Überwachungsmaßnahme? Eine spezielle, den Kunden betreffende Überwachungsmaßnahme? Mit Sicherheit nein. Erstens mal trägt es der Provider, siehe TKG. Zweitens kann er es nicht auf den Kunden umlegen. Drittens mal kann er es auch schon deshalb nicht, weil er verpflichtet ist, den Kunden in keinster Weise darüber zu informieren. Also das beißt sich. Kosten alleine sind nicht unbedingt ein Grund. Wenn sie exorbitant hoch sind, vielleicht. Nur Geld alleine ist kein Grund gegen eine Verhältnismäßigkeit. Das muss ich dann, das habe ich vorhin gesagt, schon etwas genauer verargumentieren. Ich muss den kleinen Businessplan hinlegen und sagen, warum es so und so viel Geld kostet. Es gibt noch nicht mal verlässliche Zahlen. Eine bestimmte Überwachungsmaßnahme. Wenn diese eine spezielle Überwachungsmaßnahme aufgrund der speziellen Kosten unverhältnismäßig sein könnte, dann kann ich durchaus die Möglichkeit haben, das mit einer Beschwerde anzugreifen und damit überprüfen zu lassen. Das ist, wie immer bei den Juristen, eine Frage des Einzelfalls. Kann sein. Ich kann es leider nicht genauer sagen. Das hängt von den Kosten ab, das hängt von der Argumentation ab, das hängt von der Maßnahme ab. Also es gibt in der Juristerei leider keine allgemein verbindlichen Regeln, wenn so, dann so. Sorry, Einzelfallfrage. Wenn keine weiteren Fragen sind... Ach, da hinten, sorry. Nein. Nochmal, wenn es ein deutscher Inhaber ist. Sie sind nicht nach deutschem Recht abhörbar. Sie sind unter Umständen nach internationalen Übereinkommen, strafrechtlichen Amtshilfe, Übereinkommen etc. möglicherweise abhörbar. Aber nicht nach deutschem Recht, nicht nach dem, was wir hier heute besprochen hatten. Zum Technischen kann ich mich nicht äußern. Ich muss ja trotzdem bei dem entsprechenden Anbieter angreifen und den zur Anordnung verpflichten, beziehungsweise zur Überwachung. Und damit müsste ich eine Anordnung zur Überwachung ins Ausland schicken. Und das kann ich so einfach nicht. Das kann ich nur, wenn mir dabei Übereinkommen internationaler Art zu Hilfe kommen. Also erstmal ist es im Moment noch etwas schwierig, eine Prepaid-Karte zu kriegen auf einen nicht existierenden Namen, wobei immer noch ordentlich nicht kontrolliert wird. Nur wird sich das auch insofern relativ bald ändern, weil es dazu bereits ein Urteil gibt, dass die Verpflichtung zur Datenspeicherung, gerade bei Prepaid-Mobilfunkkarten, nicht auf dem TKG fußt, nicht damit vereinbar ist. Das ist allerdings jetzt in der nächsten Instanz gelandet. Wenn die auch wiederum sagt, diese Verpflichtung, DirecTP, diese Daten zu sammeln, verstößt gegen das TKG, dann hat sich diese Frage damit erledigt. Nein, das kann sie nicht. Wenn Sie sich in der Schweiz über einen Provider einwählen, ich kann natürlich unter Umständen, wenn ich weiß, wo Sie hier in Deutschland hinwollen, kann ich unter Umständen den wiederum mit einer Abhöranordnung belangen. Das ist aber auch wieder eine Einzelfallfrage. Also ich kann mit Sicherheit nicht in der Schweiz abhören und ich kann nicht die Telekom verpflichten, sämtliche Leitungen, die von da oder da kommen, mal so prophylaktisch abzuhören, weil da könnte ja was dabei sein, das. Das geht sicherlich nicht. Welche Modemstrecke? Dann greife ich aber auch wieder nicht in der Schweiz an, sondern greife ich hier bei dem deutschen ISP an. Dann greife ich im Zweifelsfall, wenn ich das denn tue und nicht beim ISP eingreife, kann ich ja immer noch beim Anbieter der Teilnehmeranschlussleitung, sprich bei dem Anschluss zu Hause, eingreifen. Darüber kann ich dann doch wieder.
Das geht, aber ich kann nicht in der Schweiz eingreifen. Das ist das gleiche Spielchen wie vorhin mit dem Electronic Banking. Ich kriege diese Mails zur und von der Bank, kriege ich, wenn ich den Heimanschluss abgreife. Aber ich kriege sie nicht dadurch, dass ich in der Schweiz abhöre, weil das kann ich nicht. Nochmal das was bitte? Kann es möglich sein, ja. Solche Rechtshilfeabkommen werden normalerweise unter Beachtung der jeweiligen Gesetzeslage geschlossen. Da wird auch schon darauf geachtet, dass eben das deutsche und, sagen wir mal, zum Beispiel französische Recht dabei nicht tangiert wird. Je nachdem, was in dem Abkommen vereinbart worden ist. Deutschland wird kein Abkommen abschließen, in dem die hier geltenden Voraussetzungen unterlaufen werden. Um wieder dieses Beispiel zu nehmen, was mal gewollt war, dass Polizeibeamte ohne richterliche Anordnung etc. abhören können. Das kam auch nie durch. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Das ist eine Sache, was erlaubt ist, und es ist die andere Sache, wer das kontrolliert. Wobei das jetzt wiederum nun auch ein etwas anderer Punkt ist, was der BND sonst noch so alles tut, außer ab und an mal unter gewissen Voraussetzungen Telekommunikation von Bürgern überwachen. Das ist ein völlig anderes Kapitel. Es ist Überwachung, aber es ist nicht das, womit ich mich heute beschäftigt habe, sondern es sind die Befugnisse des BND generell. Was darf er und was darf er nicht? Und dabei hat Telekommunikationsüberwachung sicherlich auch ihren Punkt, aber das ist nur ein Punkt unter sehr, sehr vielen. Die Eingriffsvoraussetzungen generell sind dann wesentlich interessanter. Wenn keine weiteren Fragen sind... Oh, Entschuldigung. Nein, das geht hier noch mit Sicherheit nicht. Das ist wiederum was völlig anderes. Das hat nichts mit der Überwachung von Telekommunikation zu tun, sondern da sind wir wieder beim Thema großer Lauschangriff etc. pp. Also da muss ich ehrlich zugeben, bin ich überfragt, ob das möglich ist oder nicht. Ja, aber da sind wir, wie gesagt, nicht mehr bei der Überwachung von Telekommunikation, sondern generell bei Lauschangriff, bei Überwachung von Wohnraum etc. Da sind wir wieder auf einem ganz anderen Gebiet. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja, den wird es komplett geben. Ja. Wo habe ich die Nummer? Da. Gut. Rufst du gerade an? Ich nehme den runter und dann werde ich den auch los. Ja, oder ich rufe ihn schnell an und sage ihm, dass das fertig ist. Ja, ich muss nur schnell den Eigentümer. Ja, ja. Ich rufe nur schnell erstmal den Eigentümer des Notebooks an. Ja, Katrin hier. Ich bin fertig mit dem Vortrag und das Notebook ist jetzt.
wieder frei. Okay, super, danke nochmal. Wo soll ich das hinbringen? Wie bitte? Ich kann das irgendwo hinbringen. Hallo? Er hat gesagt, er kommt hoch. Das ist nochmal eine Frage. Und zwar, ich habe einen Chatbetreiber, den kannst du Pirate-Chat, Snapchat und so weiter, und es ist bekannt geworden, dass sie komplett alles mitlocken. Auch dass das privat geflüstert wird. Also praktisch wirklich sehr individuelle Kommunikation, muss man so sagen. Ja. Dann wird das Video reingeschrieben, dass mitgelockt wird, das Ganze, wenn bei strafrechtlich Belangen rausgegeben wird, oder wenn gegen sonstige Nutzungsbestimmung das Vorschlägen. Das Problem ist, dass es ziemlich weit gepasst, da es Fälle, wo die nicht wegen datenschutzrechtlich.